Coco mit dem Zauberschirm von Erwin Moser. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Ich wünsche euch viel Spaß, liebe Kinder, und heute ganz besonders dir, liebe Marie. Irgendwo, ziemlich weit weg, gibt es ein kahles, aber ein schönes Land. Ein stilles Land, in dem man gut träumen kann. Träumen, wie die steinalte Eule zum Beispiel. Seit 5 Tagen und Nächten schon saß sie träumend im dürren Baum. Oder wie Coco, der Bär mit der krummen Nase. Er schlief meistens im Schatten eines Felsens. Eines Tages, als Coco wieder an seinem Lieblingsplatz schlief und träumte, landete ein seltsamer Vogel auf dem Felsen. Der Vogel war alt und hatte einen langen, weißen Bart. Wahrscheinlich war es ein Bartgeier, aber das weiß man nicht so genau. Er hatte einen roten Regenschirm bei sich, und das war auch sehr sonderbar, weil es in dieser Gegend fast nie regnete. Der alte Vogel beobachtete eine Weile den schlafenden Bären, dann warf er den roten Schirm vor Kokos Füße und flog davon. Coco wachte auf und betrachtete erstaunt den Schirm. Er hatte noch nie zuvor einen Regenschirm gesehen und wusste nicht, dass man ihn aufspannen konnte. Der Bär hielt den Schirm für einen Spazierstock. Also probierte er ihn gleich aus und machte einen Spaziergang. Auf dem großen Sandfeld traf er eine Schildkröte. »Komm zu mir, kleiner Bär«, sagte die Schildkröte. »Spann deinen Regenschirm auf, damit ich ein bisschen Schatten habe. Es ist heute so heiß, ich komme noch um vor Durst.« »Regenschirm«, sagte Coco, »aufspannen? Wie geht das?« Die Schildkröte erklärte es ihm. Als Coco den Schirm aufgespannt hatte und über die Schildkröte hielt, fielen plötzlich Wassertropfen aus dem Schirm. Es regnete richtig aus dem Schirm. »Ach«, sagte Coco, »natürlich, nun weiß ich, was ein Regenschirm ist. Ein Schirm, der regnet. Regenschirm, Regenschirm.« »Gar nicht natürlich ist das«, sagte die Schildkröte. »Vielmehr ganz unnatürlich. Das ist ein Zauberschirm. Gib gut Acht auf ihn, kleiner Bär.« Coco war sehr glücklich mit seinem Zauberregenschirm. Er spann den ab und der Schirm hörte auf zu regnen. Coco ging weiter. Nach einer Weile spannte er den Schirm wieder auf. Aber diesmal regnete es nicht. Seltsam. Coco stellte den Schirm auf den Kopf und setzte sich hinein. Da begann der Zauberschirm zu schweben. »Wunderbar«, sagte Coco, »du bist ein Überraschungszauberregenschirm. Ich lass mich gern überraschen. Kannst doch höher fliegen, ich bin schwindelfrei.« Der Schirm stieg in die Luft auf und schwebte ruhig dahin. Coco genoss die Aussicht. Dann schlief er ein. Als der Bär aufwachte, sah er, dass der Schirm in einer Baumkrone gelandet war. Eine schwarze Maus saß auf dem Baum. Sie sah sehr traurig aus. »Warum bist du denn so traurig?«, fragte Coco. »Ja,
anderen schwarzen Mäuse haben mich losgeschickt, um Kerzen zu kaufen, damit sie Licht machen können und sich im Finster nicht fürchten müssen«, sagte die Maus. »Aber ich weiß nicht, wo man Kerzen kaufen kann, und ich habe auch gar kein Geld, und jetzt darf ich mich verirren und finde nicht mehr heim.« »Steig in meinen Zauberschirm«, sagte Coco. »Ich bringe dich nach Hause. Der Schirm weiß bestimmt, wo du wohnst.« Die schwarze Maus kletterte zu Coco und der Schirm erhob sich wieder in die Luft. Es wurde immer dunkler, die Sonne sank. Je tiefer die Sonne sank, desto niedriger flog auch der rote Schirm. Und gerade als die Sonne unterging, setzte der Schirm auf den Boden auf. »Jetzt weiß ich, wo wir sind«, rief die schwarze Maus. »Dort vorne, hinter dem versteinerten Baum, wohnen die anderen schwarzen Mäuse.« Coco spannte den Schirm ab und sie gingen zu Fuß weiter. Hinter dem versteinerten Baum saßen 12 schwarze Mäuse dicht aneinander gekuschelt. Es war ganz finster geworden und sie hatten gerade begonnen, sich zu fürchten, als Coco und die 13. Maus auftauchten. »Iiii«, quiekten die 12 Mäuse, als sie den Bären sahen. »Habt keine Angst«, sagte Coco. »Es bin nur ich und ich bin ganz unfürchterlich.« Die 13. schwarze Maus sagte nichts. Sie war wieder traurig geworden, weil sie keine Kerzen mitgebracht hatte. »Hallo Schirm«, flüsterte Coco, »soll ich dich aufspannen? Was meinst du?« Und Coco spannte den Zauberschirm auf. Da fiel gelbes Licht aus dem Schirm und noch einige Glühwürmchen dazu. Der Schirm leuchtete wie eine Lampe und es wurde auch warm. Coco setzte sich zu den Mäusen. Er blieb bei ihnen, bis die Nacht vorüber war. Am Morgen verlöschte das Licht im Zauberschirm. Nun sahen die 13 Mäuse, dass sie von dem Licht ein weißes Fell bekommen hatten. Von jetzt an brauchten sie sich nicht mehr zu fürchten, weil sie einander in der Dunkelheit sehen konnten. Coco nahm seinen Schirm und spazierte weiter. Er kam nun in eine Graslandschaft und traf kurz darauf eine blaue Katze. »Miau, geh lieber weiter«, sagte die Katze. »Im Gras lebt ein hässliches Nashorn, das hat 2 Hörner auf der Nase und mag niemand auf der Welt.« Aber Coco ging trotzdem weiter. Das Nashorn interessierte Coco. Alles, was mit Nasen zu tun hatte, interessierte ihn. Schließlich hatte er selber eine außergewöhnliche Nase. Das Gras wurde immer höher. Und plötzlich stand das Nashorn vor ihm. Es war wirklich ein bisschen hässlich, aber böse war es nicht. Es schaute Coco nur an. Es schien nachzudenken. »Hast du denn keine Angst vor mir?«, sagte das Nashorn schließlich zu Coco. »Nein«, sagte der Bär. »Warum sollte ich Angst haben?« »Weil ich so hässlich bin«, sagte das Nashorn und es blinzelte dabei, weil ihm Tränen in die Augen stiegen. »Ach was«, sagte Coco, »ich bin auch nicht schön mit meiner Nase. Mir macht das nichts.« »Ja, deine Nase ist wenigstens komisch«, sagte das Nashorn. »Aber meine Nase mit den Hörnern ist nur hässlich. Niemand mag mich und deswegen kann ich auch niemand mögen.« »Ich mag dich aber schon«, sagte Coco. Coco spannte den Zauberschirm auf.
Ein kleiner Vogel flog heraus und setzte sich auf den Rücken des Nashorns. Er pickte in die Falten seiner dicken Haut. Das tat dem Nashorn wohl. Er schloss seine Augen und bewegte sich nicht mehr. Coco ließ den Schirm aufgespannt und ging weiter. Coco kam jetzt in eine windige Ebene. Der Wind zerrte heftig an seinem Schirm. Coco wollte ihn abspannen, aber da erfasste ein starker Windstoß den roten Schirm und wehte ihn mitsamt Coco auf die Spitze eines hohen Felskegels. Auch gut, dachte Coco, hier oben bleibe ich und verbringe die Nacht. Er spannte den Schirm ab, lehnte sich an einen Stein und wartete auf den Sonnenuntergang. Aber Coco schlief noch vorher ein. Als Coco am nächsten Morgen aufwachte, war der Himmel bewölkt. Der Wind hatte nachgelassen, aber es war kühl geworden. Coco spannte den Schirm auf, drehte ihn um und setzte sich hinein. Aber Coco wartete vergebens. Der Zauberschirm wollte heute nicht fliegen. Kurz entschlossen verwendete Coco den Schirm als Fallschirm und sprang von dem hohen Felsen. Langsam schwebte er zu Boden. Oh, wer ist das? Am Fuß des Felsens saß eine kleine Bärin. Sie sah wie Coco aus, war nur etwas heller. Komm schnell, rief Kiri. Sie nahm Coco an der Hand und dann liefen sie, so schnell sie konnten, zu der Höhle der kleinen Bärin. Der Regen rauschte herab und damit ist die Geschichte von Coco mit dem Zauberschirm zu Ende. Nein, noch nicht ganz. Der rote Zauberschirm. Der Wind wehte ihn auf den Felsen über der Bärenhöhle und dort oben verfing er sich zwischen den Steinen. Von weitem sah er wie eine rote Blume aus. Vielleicht war er aber auch zu einer Blume geworden. Wer weiß das schon so genau? Danke an Erwin Moser als Autor und Illustrator. Danke an Annette Betz Verlag im Karl Überreuther Verlag. Danke an G&G Verlag. www.ggverlag.at. Ich wünsche euch noch viel Spaß, eure Andrea Hammer.